Ja, ich freue mich heute, Timo Bernhard, einer der erfolgreichsten Rundstreckenpiloten, ja, den wir in Deutschland haben, bei uns im Interview zu begrüßen können. Ja, Timo, schön, dass wir hier ja, in deinem neuen Heim in der Werkstatt sozusagen des Team 75 heute zu Gast sein können. Letztes Jahr hast du einen Rückzug aus dem Motorsport erklärt, also aus deiner aktiven Rennfahrerkarriere. Wie fühlt sich denn jetzt so die Rennfahrerrente an? Also Rückzug aus dem Motorsport ist es nicht, weil ohne Motorsport geht natürlich nicht, weil das ist ja, ein Großteil meines Lebens und natürlich ist das was man nicht von heute auf morgen abstellen kann. Aber es stimmt, die professionelle Karriere oder die aktive Karriere als Profi-Rennfahrer, die habe ich Ende letzten Jahres beendet, um auch ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und bin sehr froh, dass ich weiterhin bei Porsche bin, als einer der Porsche-Markenbotschafter. Und natürlich zum Zweiten ist es ganz wichtig, mein Team weiterhin zu begleiten. Weil das habe ich gemerkt, das muss ich einfach intensivieren, dass das Team den nächsten Schritt machen kann. Wie hat sich denn jetzt eigentlich so dein Alltag geändert nach dem Rückzug aus diesem aktuellen Renngeschehen? Ja. Also jetzt mit Markenbotschafter und mit Teamchef. Ja. Also ich habe früher, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe das Profi-Rennfahrer habe ich wirklich gelebt. Also es war dann sehr strukturiert, der Tagesablauf gewesen mit Training am Olympiastützpunkt in Saarbrücken mit meinem Trainer Olli Mietbrett, den ich jetzt immer noch habe. Machen weiterhin das Training, aber etwas reduziert. Dann ja, zum Teil mit Ernährungsberatung, mit Physiotherapie, mit daheim. Ich habe mich versucht, sehr intensiv auf die Rennen vorzubereiten mit Sportreglement, gerade vor Le Mans eben, dann auch mit Driver Manual, also die Bedienungsanleitung des Rennfahrzeugs, was dann sehr komplex war. Wir hatten bei Porsche dann intensive Simulator-Tests und so weiter. Also ich habe das wirklich gelebt. Zum Ende hin muss ich sagen, also die letzten 3-4 Jahre war es natürlich mit der Belastung, wie ich es in Anführungsstrichen sagen kann, mit dem Team. Natürlich kam das noch mit dazu. Das war dann total nicht einfach, habe aber das immer aufs Profifahrer, also das Rennfahrerstatus war dann immer, hat immer Priorität gehabt. Und das war auch letztendlich auch so der Grund, dass ich dann gemerkt habe, es wird im Prinzip zu viel, die Aufgaben im Team werden größer und wo ich das Team dann limitiere und mich selber auch als Fahrer limitiere, muss ich dann auch eine Entscheidung treffen. Team, schöner Name, auch der Firmenname des Team 75 Bernhard. Wir sind hier in deinen wunderschönen Hallen in Landstuhl, haben hier auch ein paar richtig geniale Rennfahrzeuge in dieser Halle mit drinstehen. Wann und wie ist eigentlich dieses Team 75 entstanden? Gut, also das Team war ja eh schon, es war so ein schleichender Prozess. Motorsport, war immer in der ganzen Familie gelebt worden, dass man das eigentlich wieder aufleben lassen könnte. Und so ist dann 2010 im Rallye-Bereich das Rallye-Team 75 entstanden. Das war dann auf nationale Rallyes begrenzt, haben dann 2011 dann mit einem Porsche 911 GT3 Cup umgebaut auf Rallye, einzelne DM-Rallyes sind wir gestartet. Und dann, ich glaube 2013 mit dem Einstieg in den Carrera Cup, ist dann das jetzige Team in der Form entstanden, was sich dann natürlich seit 2013 natürlich deutlich weiterentwickelt hat, aber so, das war der Ursprung des Teams. Und wenn ich auf den Teamnamen eingehen kann, wir wollten dann nicht irgendwie Bernhard Motorsport oder so nennen, sondern wir haben eigentlich zwei zentrale Punkte in dem Teamnamen. Zum einen Team, weil wir das wirklich so leben als Gemeinschaft, weil es muss wirklich ein Zusammenschluss aller Personen sein, damit man dann Erfolg haben kann. Und die 75, dass du bis 75 arbeiten kannst. es gibt Leute, die haben gesagt, dass wir mit 75 Euro Saisonbudget angefangen haben. Okay. Aber es ist in der Tat eine Jahreszahl. Und die Leute, die mich näher kennen, wissen, dass ich so ein Datenfaktenmensch bin auch, der dann auch sich Jahreszahlen sehr gut merken kann. Deswegen ist das so ein Inside-Joke, aber in der Tat hat 1975 mein Vater mit Bergrennen begonnen, Bergrennen-Rallyes und Rundstreckenrennen. Das ist so der Ursprung des Motorsports in der Familie Bernhard. Ziel. Was ist das Ziel jetzt von diesem Team 75, das du gegründet hast? Also wir haben ja jetzt schon, man sieht jetzt schon in die Richtung, in die es geht, dass mit wir sagen es in der Pyramide oder in den drei Säulen, einmal den Juniorbereich im Kartsport, den Kundensport, also wo wir dann ambitionierte Amateure oder Fahrer einfach begleiten auf ihrem Weg mit Track Days im Porsche Sports Cup, in der GT4 und dann eben das Pro-Team als dritte Säule mit professionellen Einsätzen im ADC GT Masters, in der Top-GT-Serie, Profiserie in Deutschland oder eben mit Werksunterstützung von Porsche bei den 24 Stunden von Spa. Und das ist so, damals die Durchgängigkeit, das gefällt mir. Und das ist auch das, was wir noch weiter ausbauen wollen in Zukunft. Das ist die Expertise, die wir haben, einfach diese Bereiche abzudecken, aber auch eine
in dem Moment auch eine Fahrerentwicklung auf diesem Weg dann. Du hast vorhin schon mal so diese drei Säulen angesprochen in der Nachwuchsförderung. Also ich denke gerade das Thema junge Talente zu sichten, zu fördern, zu entwickeln, dieser Wissenstransfer, also auch von deinem Know-how aus 28 Jahren aktiver Rennsport, glaube ich, kann junge Menschen weiterbringen. Wie wichtig ist dir das? Das ist extrem wichtig. Das Hauptproblem ist natürlich, dass meine Zeit sehr, sehr begrenzt ist. Aber was mir wichtig ist, gerade jetzt bei den Jugendfahrern, jetzt im Kartsport, wo man mal reingeht, weil im Kartbereich wird mein Vater führen, also mein Vater ist der Teamchef des Junior-Team 75 Bernhard, wird sich also um die ganzen Jugendtalente kümmern. Da habe ich auch schon ein Auge drauf. Wir haben jetzt gerade zwei Fahrer, die aus dem Kartsport frisch jetzt umgestiegen sind in unser PT4-Programm. Und da, sage ich mal, ist es ganz wichtig, dass man diesen Schritt, der wahrscheinlich der größte ist in der Karriere oder in der Motorsportkarriere eines jeden Fahrers oder einer Fahrerin, als einfach was komplett Unterschiedliches von einem Kart ohne Getriebe, ohne alles, was puristisch ist, dann auf einmal umzusteigen in ein Rennauto. Jetzt ist so eine zentrale Figur in deinem Leben sicherlich dein Vater. Wie ist da im Moment so das aktuelle Verhältnis? Ja, unverändert gut, sehr gut sogar. Also in der Familie leben, also muss ich sagen, generell in der Familie haben wir da sehr regen Austausch und ein sehr enges Verhältnis, was wir wirklich auch so leben. Ich versuche das auch weiterzugeben an meine Kinder, einfach diese Bindung zu haben. Beim Vater ist das, positiv gesehen sehr speziell und sehr eng, das Band, weil er jemand ist, der mich immer unterstützt hat in jungen Jahren. Meine Mutter auch, ganz klar, also beide in der Kombination. Was bei meinem Vater mich immer begeistert hat, das Positive, das immer, egal wie schlecht es aussah, egal ob finanziell oder andere Sachen, ist immer positiv und vor allem immer versucht, was umzusetzen. Danke und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ich hoffe, bevor du 80 bist und dann noch an einer anderen Location, nicht vor dem Kamin. Das machen wir, alles klar.